Leute, ja, heute mal mit einem kleinen Trade. Also ich habe mir das Cloth Upbau bestellt, habe es ausprobiert, gefällt mir wirklich sehr. Aber da ich ja das Riot Deck bekommen habe, brauche ich es nicht mehr. Also das Riot Deck habe ich ja jetzt bekommen, mit dem fahre ich auch. Und mit meinen anderen Burn Mods. Und im Moment, ja, brauche ich das Cloth Up nicht mehr. Das war eigentlich auch so mein Ziel, ausprobieren, reviewen und ja, Review stelle ich rein noch und ja, also halt reviewen und so und dann das nachher vertraden. Also hier das Deck trade ich, die Grafik hier, Breite 28 mm, Close Up, ich glaube G5 ist das, weiß ich jetzt nicht. So, hier sind die Plies, wie ihr sehen kann. Geile Verarbeitung, hier das Tape mit dem Close-Up Logo drauf. Ja, dann habe ich noch die Close-Up Wheels. Ich muss wirklich sagen, am Anfang haben die, also zwei Wheels haben ein bisschen mies gerollt, also es war eigentlich schon, also die rollen richtig weich eigentlich, oder nicht eigentlich, sondern die rollen richtig weich. Aber am Anfang waren die noch nicht so und dann habe ich die mit ein bisschen mit dem Kompressor durchgepustet und jetzt rollen die richtig gut. So sehen die halt aus, die Close-Up Bearing Wheels mit dem Close-Up, ja, mit der Close-Up Aufschrift und goldenen Kugellagern oder vergoldeten, egal wie auch immer, und die Close-Up Achsen, also halt die Baseplates und die Hänger. Also sehen wirklich sehr geil aus. Also die Achsen, man sagt ja, das sind Technik-Achsen, aber es sind gar keine Technik-Achsen. Die Verarbeitung ist so ein bisschen, also wirklich, sieht wirklich so richtig stylisch aus. Ja, hier so sieht man. Ja, kann man mal sehen, hier so sehen die Achsen aus. Hier ist das Close-Up Logo drauf, also richtig geil gemacht. Also halt noch Base, also die Trucks hier. Ja, also wie gesagt, Deck richtig geil, Wheels und ja, und halt die Achsen würde ich dann traden, macht mir ein Angebot. Wir können über alles quatschen. Schreibt mich an. Und ja, danke fürs Zuschauen. Haut rein, Leute. Tschüss.